Das ist eine Arbeit von einem, wie soll ich ihn nennen, italienischen Kölner, kölschen Italiener, also einem italienischen Bildhauer, der ganz, ganz lange schon in Köln lebt und sich immer in seinen Arbeiten mit dem Moment der Bewegung auseinandergesetzt hat. Und ich finde faszinierend, wie sehr eigentlich diese Arbeit es wirklich auch schafft, dass man sie in Bewegung sieht, automatisch. Die ist nicht statisch, auch wenn sie natürlich fest liegt. Cordone hat Arbeiten auch gestaltet, diese Schraubenlinien, die von oben von den Decken in Räumen hängen. Und hat konsequenterweise, und das war wirklich so ein Glücksmoment, mit Tanztheatern zusammengearbeitet. Und hat Inszenierungen, im Grunde vom Bühnenbild war es nicht, sondern es war wirklich aktiver Teil der Choreografien. Und Tänzer zu sehen, wie sie mit diesen Arbeiten umgehen, ist einfach fantastisch. Eigentlich, ich meine, sie trägt es in sich, absolut, so wie sie da steht, aber sie live dann zu erleben, wobei es ja keine angewandte Kunst ist, es ist eine selbstständige Skulptur, eine eigenständige Skulptur, aber das ist dann natürlich einfach nochmal wirklich was sehr Besonderes.